Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam meine neuen Bücher aus dem Mai 2020 an und dem Thumbnail nachzuurteilen, scheint ja kaum ein Buch bei mir eingezogen zu sein, denn ihr seht auf dem Thumbnail nur ein echtes Buch. Und das hängt einfach damit zusammen, dass tatsächlich an und für sich eigentlich nur ein echtes Buch bei mir eingezogen ist. Ein bisschen theoretisch, denn es sind zwei Bücher, oder echte haptische Bücher noch bei mir eingezogen, wobei eins eben nicht auf dem Sub landete und das andere ursprünglich als Hörbuch eingezogen ist und ich auch gehört habe und es im Nachgang echt eingezogen ist. Also es ist ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, wir bekommen das hin. Insgesamt sind bei mir 14 Bücher eingezogen. Wie gesagt, ein echtes Buch. Es sind 6 Hörbücher bei mir eingezogen und 7 E-Books. Ich finde, das ist ein grandioser Schnitt, was die Idee in mir immer so angeht, dass ich sage, ich hätte gern haptische Bücher und das Digitale so ein bisschen 50-50. Ich glaube, so einen guten Schnitt habe ich noch nie hinbekommen, dass tatsächlich nur ein echtes Buch bei mir eingezogen ist und der Rest in irgendeiner digitalen Art und Weise. Ja, finde ich großartig. Ich freue mich da wirklich sehr drüber und ich glaube, einige wissen schon, was das echte Buch war, aber ja, dazu dann natürlich an gewisser Zeit später. Wir starten mit dem ersten Buch des Monats und das ist von Lily Wildfire. Das ist Masken, Macht und der erste Teil heißt Die Verschwörung. Hier wurde ich definitiv angefixt von Jasmin Zipperling. Mich hat das Cover angesprochen, der Titel, mich hat alles so drumherum angesprochen. Auch der Klappentext, es klingt nach düsterer Fantasy und es gilt, glaube ich, auch tatsächlich als Dark Fantasy. Es ist eine fantasievolle Geschichte mit einem Hauch voll Abenteuer. Wir sind hier nämlich irgendwie in einer Welt, in der die Magie im Sterben liegt, aber es gibt eben auch ein wichtiges magisches Schwert und wenn man das eben in die Hände bekommt, dann kann man sich über das Glück freuen. Die Klinge gehört, ich glaube, einem dunklen Magier, einen maskierten und der hat eben einst eine Mauer um dieses Reich gebaut und die Menschen davon im Grunde abgehalten und unsere Protagonistin hat jetzt wohl den Auftrag, will dafür alles geben, ihn zu töten, um an das Schwert heranzukommen und sie will die Mauer eben überwinden und es ist hier der Auftakt einer Reihe, einer Saga. Ich weiß jetzt, glaube ich, dass der zweite in Arbeit ist und ich bin mega gespannt auf diese Geschichte. Ich habe es leider noch nicht geschafft, sie jetzt im Mai zu lesen, habe es mir jetzt aber ganz fest für den Sommer vorgenommen und freue mich da wirklich sehr drauf, weil ich mag Fantasy, ich mag High Fantasy und nachdem ja durchaus auch die Hexersaga sehr düster ist, fand ich jetzt Maskenmacht auch super ansprechend und ich würde gerne noch dazwischen das Buch von Mira Valentin packen, dieses Nordblut Buch und danach möchte ich dann Maskenmacht auf jeden Fall lesen, wobei ich würde auch gerne noch die Hexersaga tatsächlich auf jeden Fall beenden. Ich glaube, das kriege ich im Juni dann auch hin. Dann ist eingezogen Mein Himmel über Bali von Annika Schuster und Leute, ist das Cover nicht ein absolutes Träumchen. Ich bin irgendwo bei Instagram darüber gestolpert, habe dieses Cover gesehen, diesen sommerlichen, frischen Farben. Ich bin zudem tatsächlich auch ein großer Fan, alles was rundherum um Bali irgendwie passiert und erscheint und das wäre ja auch so mein Altersruhesitz, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mich da neben Thailand wunderbar mir ich auch auf Bali dann tatsächlich vorstellen war total angefixt und habe mir dann eben auch den Klappentext durchgelesen und das beide E-Books sozusagen jeweils für um die 4 Euro gab, also auch Maskenmacht hat 4 Euro als E-Book gekostet. Ja, ich finde, da kann man auch einfach mal zugreifen. Denn wir sind eben auf Bali, die Insel der 1000 Tempel, Insel der Götter und für Sky der Ort, an dem ihre Seele verankert ist. Sie kehrt nach Jahren zurück in das Paradies, um sich eine Auszeit zu nehmen. Den letzten Urlaub hatte sie mit Noah noch verbracht, der jetzt ihr Ex-Partner ist. Und sie betritt dort dann eben ihr Lieblingscafé und fällt dort aus allen Wolken, denn der besagte Ex-Partner Noah sitzt dann auf einmal da. Ja, beide tauschen sich hier auf, versuchen dann eben ihre Existenzen nebeneinander auch aufzubauen und es soll so ein bisschen um Fernweh gehen, um Träume und um große Gefühle und das klingt ganz nach einer Geschichte für mich. Habe ich mir tatsächlich auch relativ bewusst jetzt so ein bisschen noch aufgehoben. Möchte ich, denke ich, so tatsächlich im Juli dann im Urlaub lesen und dann wahrscheinlich hoffentlich unter schönstem Sommerwetter in meinem Garten, glaube ich, kann nichts anderes mich an diesem Nachmittag dann irgendwie,
wohliger und entspannter zurücklassen als dieses Buch. Hoffentlich. Das erste Hörbuch war dann Rendezvous in 10 Jahren von Judith Pinot. Ein Buch, das mich irgendwie total wegen dem Cover angesprochen hat, auch wegen einer Geschichte, die ja auch zu meinem eigenen Ich irgendwie passt, was diese 10 Jahre angeht. Wir haben hier eben zwei Protagonisten, die sich zufällig treffen in Holland und die beide relativ schnell zu einem sehr tiefgründigen Gespräch kommen und irgendwie meinen, das kann jetzt hier nicht alles Zufall sein, das wollte das Schicksal so und lass uns mal in 10 Jahren wiedersehen und über unsere Träume sprechen und was davon wahr geworden ist. Aber beide merken nach diesem tollen Nachmittag, dass sie beide eigentlich den Drang haben, sich doch vielleicht vorher schon zu treffen, aber sie haben tatsächlich nichts anderes groß ausgetauscht, außer diesen Termin in 10 Jahren und so gehen beide ein bisschen auf die Suche nacheinander, merken aber dann doch, wie relativ schwierig das ist, sich zu finden und ja, was es eben auch bedeutet, aufeinander zu warten oder auf diesen Moment oder ja, was eben überhaupt passiert, wenn man wartet. Es war eine sehr, sehr schöne Geschichte, die mich sehr gepackt hat, sehr begeistert hat, sehr gefesselt hat, sehr romantisch war. Vielleicht eine Spur kitschig, darauf muss man sich einlassen, aber war ein richtig, richtig schönes Hörbuch. Dann schon relativ gehypt, bevor es überhaupt erschien, war das Buch der gelöschten Wörter von Mary E. Garner. Das Buch ist der Auftakt einer Trilogie, soweit ich weiß, wo dann auch der zweite Teil im Juni, Juli erscheint und der dritte wahrscheinlich dann August, September, also sehr schnell hintereinander, was ich sehr, sehr gut finde. Und wir sind in dieser Geschichte in London und für Hope, die Protagonistin, gibt es nichts Schöneres als die Bücher ihrer Lieblingsautorin Jane Austen. Sie träumt sich in diese Geschichten hinein, denn ihr eigenes Leben ist wohl selbst nicht so richtig spannend und interessant. Und eines Tages ändert sich ihr Leben aber auch, als ein unbekannter Mann in ihren Buchhandlung kommt und er eben auch ein mysteriöser Gentleman ist und er geht ihr dann nicht mehr aus dem Kopf. Doch es passiert dann etwas Unglaubliches. Es gibt ein Portal in die Welt der Bücher und dort führen die ganzen Buchcharaktere, die Romanfiguren, ein Eigenleben und diese Welt ist aber in Gefahr. Erinnert so ein bisschen an die unendliche Geschichte. Ich glaube aber schon, dass es in eine ganz andere Richtung gehen wird und ich bin da total gespannt drauf und freue mich, das jetzt auch dann bald zu entdecken. Jetzt kommt ein Buch, das im Grunde zweimal bei mir eingezogen ist. Bei mir jetzt aber tatsächlich gewertet wird als das Hörbuch, denn die 1%-Methode von James Clear ist erstmal als Hörbuch bei mir eingezogen. Das blende ich euch auch ein. War eine Empfehlung aus dem letzten Jahr von der lieben Jackie Fellgut, die sehr positiv, ich glaube, im Blog darüber gesprochen hat davon erzählt hat. Und wir dann uns auch im Privaten darüber ausgetauscht haben und sie wirklich sehr schwärmerisch über dieses Buch geredet hat. Und dann landete es auf meiner Wunschliste und dann habe ich mich sehr gefreut, dass es im Deutschen jetzt im April erschienen ist oder ich glaube im April und wollte ich dann haben. Der Verlag hat mir das Hörbuch zur Verfügung gestellt, allerdings gab es mit den Dateien dann irgendwie ein Problem. Ich konnte nur das erste Drittel des Hörbuches hören, habe dann die Ansprechpartnerin im Verlag angeschrieben, gesagt, irgendwas passt hier nicht und das hat sie dann selbst aber auch bestätigt und festgestellt und hat mir dann eben angeboten, das echte Buch mir zur Verfügung zu stellen. Da ich jetzt aber natürlich nicht 2 Wochen darauf warten wollte, bis das echte Buch bei mir eingeht, habe ich das Hörbuch mir dann selbst besorgt und habe dann weitergehört und es wisst ihr ja mittlerweile auch, es ist ein absolutes Highlight geworden. Und ja, das echte Buch ist dann eben auch bei mir eingezogen. Ich bin total gehypt. Ich bin so fasziniert von diesem Buch. Ich hatte mir erwartet, schon, dass man wieder neue Impulse bekommt, Ideen, Gedanken, wie man eben ein Leben führt, wie es ein bisschen anders ist, wie man Träume verwirklicht, wie man Veränderungen ins Leben lässt. Denn es geht hier eben auch gerade darum, dass man mit einer minimalen Veränderung große Erfolge erzielt. Und ich finde, James Clear bringt das so auf den Punkt. Es war unglaublich. Ich möchte jetzt noch alle Markierungen reinmachen, die ich mir irgendwie rausgeschrieben habe. Ich möchte nochmal durchblättern. Ich möchte das im Grunde direkt nochmal lesen, weil es mich so inspiriert hat, mir so viele Gedanken im Kopf freigesetzt hat und das ist für mich wirklich ein Highlight und ich schwärme ja schon in der letzten Bücherwoche und kann das wirklich nur empfehlen. Ich bin so happy, dass das Buch nochmal bei mir eingezogen ist. Es ist, wie gesagt, eigentlich als Hörbuch in die Statistik eingegangen und das Buch dann tatsächlich erst, als ich schon fertig war. Dementsprechend ist es ein Buch, was nicht auf dem Sub landet, weil schon gehört, schon gelesen. Also das sorgt wahrscheinlich jetzt für Verwirrung, aber für mich und meine Statistik macht das alles irgendwie Sinn. Und ja, absolute Empfehlung, kann ich jedem nur empfehlen. Ein ganz, ganz tolles Sachbuch.
Dann ist bei mir eingezogen Joy at Work von Marie Kondo und Scott Sonnenschein, auch als Hörbuch. Hat mich direkt angesprochen, hatte ich schon gesehen, dass von Marie Kondo etwas Neues kommt. Mir haben ja ihre Magic Cleaning Bücher sehr gut gefallen. In die Serie auf Netflix habe ich tatsächlich ja gar nicht weiter groß reingeschaut. Aber ich war hier total neugierig, was es eben mit der Freude an der Arbeit so auf sich hat. Und beide Autoren haben so ein bisschen ihre Fachgebiete und erzählen uns eben, was doch immer wieder alles im Kopf anfängt und selbst der Arbeitsplatz eben als Teil dazu dient und ja, wie man den gestaltet, was man beachtet, wie man vielleicht tickt, wie jeder auch anders ist, wie sich Gruppen gestalten, Teams verändern, wie jedes Teammitglied eben auch wieder so sein eigenes Individuum ist, wie man das aber nutzen kann, dass man sich tatsächlich auch eigentlich die Frage stellen muss zu Beginn, mache ich das, was ich mache, gerne. Gefühlt macht alles andere danach auch gar keinen weiteren Sinn. Ein großartiges Hörbuch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ist definitiv auch ein Buch, was als echtes Buch noch bei mir einziehen wird. Und darauf freue ich mich dann auch, weil das ist tatsächlich auch ein großartiges Highlight gewesen. Dann als E-Book eingezogen ist Love on Lexington Avenue mit Lauren Laney. Und auch das ist schon gelesen, ist der zweite Teil der Park Avenue-Reihe, in der es ja komplett im Grunde um drei Frauen geht, die sich auf der Beerdigung des Mannes der einen treffen, beziehungsweise außerhalb in einem Park. Und wir haben eben die Ehefrau, die jetzige Witwe, wir haben die langjährige Geliebte und die kurzzeitige Affäre. Und alle drei Frauen machen einen Pakt und beschließen, sie passen aufeinander auf. Das haben wir so im ersten Teil schon begleitet. Wir haben dort auch ja, die kurzfristige Affäre schon näher kennengelernt. Und hier jetzt im zweiten Teil geht es um die Witwe, um die Ehefrau von Braden und ja, wie sie ihr Leben umkrempelt, ihre Wohnung renoviert, dort dann eben auf den Architekten trifft und es natürlich ein bisschen knistert und was sie jetzt eigentlich als junge Witwe mit ihrem Leben anfangen möchte. Und ich finde die Reihe richtig, richtig toll. Ich mag den Schreibstil von Lauren Laney super gerne. Der ist flüssig und leicht und wohlig und der hinterlässt so ein Gefühl, als wäre man irgendwie mit dabei, als wäre man Teil dieser Freundinnen und als ja, ich finde, es funktioniert richtig, richtig toll. Und auch wenn mich der erste Titel Passion on Park Avenue und auch die Cover, die sprechen mich nämlich persönlich tatsächlich gefühlt überhaupt nicht so richtig an, eher abgeschreckt hätten, hatte ja Christine so geschwärmt. Und nachdem der erste Teil so toll war, mussten wir jetzt auch direkt den zweiten Teil lesen. Und ich freue mich jetzt mega auf den dritten, der, glaube ich, im Juli erscheint. Ja, was eine der wenigen Bücher gefühlt im Juli ist, die herauskommen. Ja, jetzt wird natürlich so ein bisschen das Neuerscheinungsloch irgendwie auftauchen, wenn jetzt einige Zeit ja nicht gearbeitet werden konnte. Aber finde ich gar nicht schlimm, darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Aber eine Reihe, die ich richtig schön finde und für mich auch so ein Highlight innerhalb dieses Genres definitiv ist. Dann ist eingezogen das neue Buch von Maike Werkmeister, Über dem Meer tanzt das Licht. Da hat mir im letzten Jahr der erste Teil super gut gefallen, weil er auch ganz anders war als was ich erwartet habe, denn wir hatten ja hier eine Freundin, die zurück auf diese Nordinsel fährt, um eigentlich, ich weiß gar nicht, eine Auszeit zu nehmen, um irgendwas zu erledigen und dann aber ihre frühere beste Freundin wieder trifft und es geht dann tatsächlich um diese Freundschaftsaufarbeitung. Warum gingen die Wege auseinander und natürlich passiert auch noch vieles andere, aber das ist so meine Quintessenz, die ich rausgenommen habe. Mir hat der Stil letztes Jahr von Maike Werkmeister super gut gefallen, auch das Hörbuch und demzufolge ist jetzt auch der zweite Teil bei mir eingezogen, ohne dass ich groß weiß, um was es geht, außer dass wir eben wieder auf der Insel sind und ich mich sehr darauf freue, das jetzt im Juni auf jeden Fall zu hören. Der erste Teil von Wildflower Summer von Kelly Moran ist ebenfalls bei mir eingezogen. Das ist ja die Autorin der Redwood-Reihe und die Autorin hat mich ja mit Redwood allen fünf Teilen mehr als begeistert. Man muss natürlich sagen, so der dritte Teil wurde schon ein bisschen flacher und in Redwood Dreams hat mir so ein bisschen das Städtchen-Feeling gefehlt, aber alles in allem wunderbar wohlige Bücher, die man eben für zwischendurch richtig gut lesen kann, die einem eben auch mal so eine Auszeit vom Alltag garantieren. Hier muss ich sagen, ich fand es eine Katastrophe. Also ihr habt es wahrscheinlich auch in der letzten Bücherwoche gesehen. Ich glaube, das müsste so jetzt vom Zeitgefüge so sein. Das habe ich abgebrochen. Hier geht es ja um zwei Brüder. Das ist auch eine Dilogie. Und der eine Bruder, den wir jetzt hier eben kennenlernen, der kommt eben aus der Navy, war im Kriegseinsatz. Sein bester Kumpel ist dort umgekommen. Er fährt zu deren Schwester. Und die führt eben diese Farm mit Schafen und eine richtig schöne Umgebung. Und ihr bringt er den letzten Brief des Kumpels, ihres Bruders. Und dann fängt es aber gefühlt schon auf Seite 10 das Knistern an und mehr als das. Und ja, als es dann sehr abstruse, merkwürdige Porno-Richtung eingenommen hat, haben wir es abgebrochen. Also es war
hatte überhaupt nichts in irgendeiner Art und Weise mit dem Feeling aus Redwood zu tun. Es war ganz anders, der Fokus war so auf Sex Sells gelegt und auch so unrealistisch und merkwürdig und allein, was die dann auch dabei denken. Und ich denke mir, denkt man denn dabei? Aber das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, war leider nicht meins und der zweite Teil wird bei mir definitiv auch nicht einziehen. Sehr schade, dass die Autorin da so einen Wandel gemacht hat. Klar, Entwicklung steht jedem frei, gar keine Frage, aber meins ist es dann eben einfach nicht mehr und ja, da steige ich dann auch irgendwie aus. Das nächste Hörbuch höre ich gerade ganz aktuell und zwar ist das kleine Hotel auf Island von Julie Kaplan. Das ist der vierte Teil der Romantic Escapes Reihe, wo mich ja der erste Teil super begeistert hat. Da ging es nach Kopenhagen. Beim zweiten Teil waren wir in Brooklyn, das fand ich auch richtig schön. Den dritten Teil in Paris habe ich dann leider abgebrochen. Hier geht es ja immer um Frauen, die irgendwie aus ihrem normalen Leben, sag ich mal, flüchten, die sich eine Auszeit nehmen und dann eben an ganz andere Orte kommen. Und im jetzigen vierten Teil sind wir eben auf Island und ja, bin ein bisschen gemischt, was diese Reihe angeht. Hier kann ich aber schon mal sagen, dass mir der vierte Teil definitiv besser gefällt als ja, der letzte Teil. Ich aktuell noch nicht dran denke, es abzubrechen. Es gibt wohl im Englischen noch zwei weitere Teile. Irgendwas mit Kroatien und ich glaube Tokio. Aber ja, da lassen wir uns einfach überraschen, was da ins Deutsche noch kommt. Dann, ja, das eigentliche, einzige, echte, haptische Buch in diesem Monat ist dann Panem X. Die lang ersehnte Vorgeschichte zu Tribute von Panem von Susan Collins und es musste natürlich als echtes Buch bei mir einziehen. Trotz der 26 Euro, was es gekostet hat und ich finde das schon wirklich ein Hammerpreis, musste es einziehen, weil ich natürlich schon irgendwie geahnt hatte bzw. gehofft habe, dass es mich packt, dass es mich fesselt und es dann im Highlight-Regal stehen darf. Und da steht es dann jetzt nach dem Video auch. Wir erleben hier die Geschichte der 10. Hungerspiele, sind also 65 Jahre circa vor der Trilogie und ja, treffen hier auf den bekannten Präsidenten Snow, der hier noch Schüler ist und der das erste Mal ein Mentor ist für die Hungerspiele und ein Mädchen aus Distrikt 12 zugewiesen bekommt. Und wir erfahren hier sehr viel über die Vorgeschichte von Panem, über den Krieg, über das Kapitol, über die Entstehung der Hungerspiele, wie die sich auch weiterentwickelt haben, welche Ideen hier vielleicht angesprochen wurden, die wir dann gegebenenfalls tatsächlich schon 65 Jahre weiter später im Grunde kennenlernen und wissen, oh, das hat also irgendwie zum Erfolg geführt. Und wir erfahren sehr, sehr viel und es macht sehr viel Spaß. Also mich hat es unglaublich gepackt, gefesselt. Ich war nach 25 Seiten in der Geschichte drin. Ich konnte es gefühlt auch gar nicht mehr weglegen und es war wirklich großes Kino und hat mir super, super großen Spaß gemacht. Wie gesagt, über den Preis lässt sich streiten. Die Aufmachung ist, wie ich finde, aber sehr gelungen mit dem Gold und richtig cool finde ich tatsächlich, dass man ja die Umschlagsfolie wohl total weggelassen hat und dafür eben ja das Buch im Grunde hier geschützt hat oder die einzelnen Seiten mit diesem sehr coolen mit diesem coolen Papier, was beim Lesen nicht stört, weil man das wirklich wunderbar hineinklappen kann und dann hat es das gleiche Format und ja, super. Finde ich eine tolle Innovation, um dieses ganze Plastik, diese ganze eingeschweißte Folie endlich zu verbannen, weil das Buch, es ist halt ein Gebrauchsgegenstand und ich habe noch nie verstanden, warum man es unbedingt einschweißen muss, aber jeder hat da so seine Macken, ne? Von daher, ja, ich fand's mega und ja, im Grunde das einzige echte haptische Buch in diesem Monat. Dann ist eingezogen Grace und die Anmut der Liebe von Sophie Benedict. Das ist ein Buch aus einer Reihe, das ist glaube ich mittlerweile schon der 12. oder 13. Teil. Denn Sophie Benedict spricht immer über bekannte Frauen, die irgendwas im Leben gemacht, erreicht haben. Ich weiß, dass ich Picassos Frau oder Freundin gelesen habe und noch irgendein Buch aus der Reihe, was ich aber schon verdrängt habe. Und ich habe mich hier sehr gefreut, die Geschichte von Grace Kelly ein bisschen näher zu erfahren. Also ich habe schon mal eine Biografie von Grace Kelly gelesen und hier vermute ich einfach auch, dass so ein bisschen was Echtes, Faktisches mit Fantasie im Grunde und eigener Geschichte erzählt wird, denn es geht hier um die junge Grace Kelly und ich weiß noch gar nicht, ob tatsächlich, also die ins Leben der Schauspielerin gehen möchte, die Eltern sind nicht ganz so begeistert. Ich weiß gar nicht, ob das Leben dann in Monaco mit Fürst Renier irgendeine Rolle spielt in dem Buch. Ich habe es noch nicht gelesen, ist jetzt auch erst ziemlich Ende des Monats eingezogen, aber darauf freue ich mich, weil ich Grace Kelly tatsächlich eine großartige Frau finde
Und ja, die wirklich auch noch so diese Diva-Ausstrahlung hat, ohne irgendwie zickig oder arrogant zu wirken. Und der Lebensweg wirklich auch sehr faszinierend und interessant ist. Und klar, wenn ein Schauspieler US-Präsident werden kann, warum sollte nicht eine Schauspielerin auch Fürstin von Monaco werden? Aber na, das scheiden sich natürlich wie die Geister. Aber ja, ich bin mega, mega gespannt. Und dann bin ich über das neue Buch von Christine Hanna gestolpert. Zum einen, weil man von Christine Hanna immer sehr, sehr viel Positives hört. Mich hat das Cover sehr angesprochen und das finde ich richtig schön gemacht. Bisher bin ich auf den Zug von Christine Hanna nicht aufgesprungen, weil, soweit ich weiß, relativ viele Geschichten irgendwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben, was einfach nicht mein Thema ist. Aber hier sind wir in der Mitte der 70er Jahre, wir sind in einem Sommer und alles tanzt zum Sound von Fleetwood Mac und ABBA und wir lernen hier eine Außenseiterin kennen, nämlich Kate, die auf die schöne und aufregende Tully trifft und das sind sehr unterschiedliche Mädchen und die werden aber Freundinnen und beide unterstützen sich jetzt eben einfach so ein bisschen in ihrem Leben und ja, was das die Karriere geht, die Familie und manchmal scheint auch die Freundschaft zu kippen. Und es geht hier aber um eine einmalige Kraft einer Frauenfreundschaft, die sehr kraftvoll sein soll und auch schon eine Serienverfilmung auf Netflix geplant ist. Und das war dann so ausschlaggebend, wo ich dachte, das klingt richtig, richtig cool. Und ja, das muss ich einfach lesen und bin sehr gespannt, ob mich der Stil von Christine Hanna auch begeistern kann. Und das letzte Buch, was dann normal hier in den Neuzugängen hineinfließt, ist dann »Mit dir für alle Zeit« von Lisa Grunwald. Und das ist eine Empfehlung von Phil, der das Buch im Englischen gelesen hat und sehr, sehr Anfang des Jahres irgendwann mal geschwärmt hat. Und es hat so einen wunderbaren Zeitreisecharakter und ja, da werde ich natürlich immer schwach. Ein bisschen überrascht war ich, dass wohl das Hörbuch jetzt schon im Mai erschienen ist, zusammen mit dem E-Book. Ich glaube, das echte Buch dann aber erst im Juli oder gar August erscheint. Das hat mich ein bisschen verwirrt, auch als die Neuerscheinungen herausgesucht habe, dachte ich, du hast es doch irgendwie im Mai gelesen und das Buch war aber dann anders datiert, aber jetzt ist es zumindest als E-Book und ich glaube auch als Hörbuch da und es ist eine magische Liebesgeschichte, die in New York spielt. Wir sind im Dezember 1937 und es geht hier um Joe, der nach dem Feierabend durch die Grand Central Station geht und sich dort auf den ersten Blick in Nora verliebt. Die ist hübsch, aber doch recht merkwürdig gekleidet und sie steht vor der berühmten goldenen Uhr, die wir, glaube ich, alle aus New York auch kennen. Und ja, sie verschwindet nach einem ganz wunderbaren Abend und er ja, sucht sie und er geht immer wieder dorthin zurück und findet sie aber nicht. Doch er versucht natürlich, sie dann telefonisch zu erreichen und erfährt aber dann, dass Nora vor 12 Jahren bei einem Zugunglück gestorben ist. Und das lässt ja, ihn aber so überhaupt nicht los. Und genau ein Jahr später steht sie wieder an der goldenen Uhr und beide wissen aber irgendwie, dass ja, ihre Liebe keine Chance hat. Und dennoch wartet wohl Joe jedes Jahr aufs Neue auf sie und ja, ich bin mega gespannt. Ich weiß nicht, ob es direkt was mit Zeitreise zu tun hat, mit einer Zeitschleife. Ich bin da sehr gespannt, aber es klingt richtig schön romantisch und kitschig und dann sind wir auch noch in den 30er Jahren ja, in New York. Ich hoffe, dass der Zweite Weltkrieg nicht so eine große Rolle vielleicht dann einnimmt, aber ja, die Hoffnung, ne? Ihr wisst, wie das ist. Ja, von daher, ich freue mich mega und Phil hat hier wirklich sehr schwärmerische Worte dafür gefunden. Und das waren sie jetzt, die 14 Bücher. Es ist allerdings noch ein Buch als echtes Buch bei mir eingezogen, weil das ein absolutes Highlight für mich war und einer lieben Freundin aber gar nicht so zugesagt hat und sie mir dann, ja, das wunderbare Hardcover von Die Chroniken von Alice zugeschickt hat. Das ist Finsternis im Wunderland von Christine Henry. Das ist der Auftakt, ja, einer ganzen Serie. Das ist auch der Auftakt einer Reihe. Es kommt jetzt im Sommer der zweite Teil. Das ist, glaube ich, die böse rote Königin oder wie der zweite Teil heißt. Die schwarze Königin, so rum. Erscheint jetzt, glaube ich, im August oder September des Jahres und geht hier dann im Grunde weiter. Und dann gibt es aber in dieser Reihe geht es noch um Peter Pan und um allerlei andere ja, Märchencharaktere, die wir kennen. Und das war für mich eine Märchenadaption, beziehungsweise war sie davon ganz weit weg, die ich grandios fand. Also ich habe das wirklich gefeiert und geliebt. Es war düster und brutal und dunkel und spannend. Und dieser Weg von Alice durch diese fantasyreiche Welt, die irgendwie an das Wunderland erinnert, obwohl wir ja eigentlich in unserer Welt sind und die aus dieser Psychiatrie rauskommen, zusammen mit Archer, der damals mal jemanden umbrachte. Und dann, ja, ist da, dann kennen wir aber auch das dunkle Wesen,
was irgendwie im Keller der Psychiatrie lebte. Also ich fand es wirklich großartig und bin total happy, dass es jetzt in echt bei mir eingezogen ist. Und ja, ich finde tatsächlich auch diesen Buchschnitt sehr, sehr gelungen. Das wusste ich gar nicht, weil ich es ja als Hörbuch, als E-Book gelesen habe. Ja, ich freue mich sehr auf Teil 2 und bin total happy, dass das bei mir eingezogen ist. Ist eben ein Neuzugang. Aber eben kein echter, weil er eben ja schon, also nicht mehr auf dem Sub landet, weil da ist es ja schon gelesen. Ach, und da gehen diese Schritte sozusagen sogar weiter. Das ist total cool gemacht. Ich bin total fasziniert und freue mich darüber wirklich sehr. Ja, das waren sie nun, die 14 Bücher, schon ein bisschen was gelesen, aber noch nicht alles. Ich bin natürlich auch ein bisschen neugierig, was ist denn bei euch so eingezogen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Alle Infos zu den Büchern findet ihr in der Infobox, wenn ihr da irgendwie Buch sucht, schaut da gerne mal vorbei. Und vielleicht kennt ihr ja auch schon eins meiner Neuzugänge, dann können wir uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren austauschen. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.